wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ausgezeichnet. Wer ist da? Komm an der Seite rum. Wer bist du? Schön. Komm schon, wir müssen es nicht tun. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Cool. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Waffe. Zu deiner Zeit waren reiche Leute auch schon komisch, was? Bitte das Gebäude evakuieren. Wenn es doch nur eine Verbindung für das Zeug geben würde. Sicherheitsabriegelung ist jetzt aktiv. Was? Wiederhole. Sicherheitsabriegelung ist jetzt aktiv. Bleiben Sie bitte in Ihren Testkammern und warten Sie auf weitere Anweisungen Ihres Laboraufsehers. Wir sind hier nicht allein. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Tötet sie alle! Die Stimme. Viel Gebrüll wie nicht gehören, was? Nicht aufhören! Überall!
Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Die Stimmen. Sie sagen... Die Sicherheitsabregelung wurde aufgehoben. Das Gebäude ruhig verlassen. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Cool. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Willkommen im Beobachtungsbereich von Hallucigen. An den Fenstern können Sie eine Vorführung unserer in Entwicklung befindlichen Produkte sehen. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ja. Bitte das Gebäude evakuieren. Davy, was machst du hier? Du bist tot! Tot! Käfer, Käfer! Du bist nicht real! Du bist nicht real! Kann nicht atmen! Weg! Das wär's. Du kannst nicht entkommen! Du kannst nicht entkommen! Nein! Hör auf! Sie sind überall! Bitte das Gebäude evakuieren. Das Gas! Du kannst dem Gas nicht entkommen! Yeah!
Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Bin durch. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Hier drüben. Oh, ich könnte den Mann küssen, der die Stims erfunden hat. Es ist unter der Haut. Holt's raus! Holt's raus! Das wär's. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Das Gas. Du kannst dem Gas nicht entkommen. Davy, was machst du hier? Du bist tot! Tot! Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Geschafft. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Thank you.
Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ja. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht, bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen, um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Hier entlang, Nächster.
Nicht so schüchtern. Komm. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes Leben. Aber das sollst du hier aufgeben. Und der erste Schritt ist das Loslassen von materiellem Besitz. Das ist doch wohl ein Witz. Ich soll dir alles geben, was ich habe? Der erste Schritt ist der schwierigste, Nächster. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dein altes Leben abzustreifen und den Weg hin zu Gesundheit, Reichtum und Glück zu beschreiten. Findest du nicht, das ist ein vorübergehendes kleines Opfer wert? Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes... Aber das sollst du hier aufgeben. Oh. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. Du bist den Ärger nicht wert. Da gibt es leichtere Ziele. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Er ist eine Gefahr für dich. Du bist sicher, Imogene. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen, also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Ja, wie auch immer. Wir sollten aufbrechen. Es war nicht meine Idee, dass du deine Nase in meine Angelegenheiten steckst. Du könntest der Person, die dich gerettet hat, etwas dankbarer sein. Oh, Thomas hätte mich irgendwann gehen lassen. Aber ich wollte nicht länger warten, ob er zur Vernunft kommt, also... Vielen Dank. Thomas langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Dein Freund ist tot. Gehen wir. Thomas? Er war nicht mein Freund. Wir hatten Spaß, mehr nicht. Außerdem hätte er mich nicht hier einsperren sollen. Keine Sorge, ich finde den Weg nach Hause. Ich bin noch nicht bereit, meine Mutter zu sehen. Und danke. Ich bin sehr froh, dass du nach mir gesucht hast. Auch wenn ich eigentlich nicht gerettet werden musste.